changing who I am. I'm making. Wenn ihr euch gesünder ernähren oder einfach nur abnehmen wollt, dann ist es wichtig, dass ihr schon beim Einkaufen die Zutatenlisten und Nährwertangaben hinten bei den Lebensmitteln drauf eben lesen und verstehen könnt. Du bist eben, was du isst, und wer größtenteils nur Krampf einkauft, der wird auch größtenteils nur Krampf essen, was dann eben bei den Zielen wie fitter, gesünder, schlanker zu sein nicht wirklich hilfreich ist. Die Hersteller wissen natürlich einige Tricks, um ungesunde Dinge zu verschleiern oder ungesunde Dinge einfach gesünder aussehen zu lassen, was das Ganze dann eben auch nicht einfacher macht. Und damit moin, servus und hallo. Mein Name ist Josef Dallinger. Ich bin lizenzierter Ernährungsberater und Fitnesstrainer. Und in diesem Video versuche ich euch so einfach wie möglich zu erklären, auf was ihr alles beim Einkauf achten müsst, damit ihr euch eben in Zukunft nicht weiter von den großen Nahrungsmittelherstellern an der Nase herumführen lassen müsst und dann eben selber ein Geschäft erkennt, welches Lebensmittel jetzt gesund ist und welches nicht und welches zum Abnehmen hilft und welches nicht. Und da will ich jetzt als erstes mal ein paar Worte zum Nutri-Score verlieren. Einige von euch werden es vielleicht schon kennen, durch eine Skala von A bis E, bei wo A grün ist und E eben rot, soll man sofort auf den ersten Blick erkennen, ob das Lebensmittel jetzt gesund ist. Das Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft schreibt dazu Folgendes. Das Ganze soll dabei hauptsächlich als schnelle Orientierung beim Einkaufen dienen, indem er die Produkte innerhalb gewisser Produktgruppen miteinander vergleicht und bekommt dann aufgrund von Faktoren wie zum Beispiel Eiweißgehalt, Salzgehalt, Zuckergehalt und so weiter eben eine Einstufung von A bis E. Das hört sich doch jetzt alles noch ein super Konzept eigentlich an, oder? Sofort auf den ersten Blick erkennen, was gut ist und was nicht. Ja, leider hat das Ganze nur einige Schwächen. Als erstes wäre da mal, dass die Produkte, wie gesagt, nur in der eigenen Gruppe verglichen werden. Also zum Beispiel werden jetzt Tiefkühlpizzen nur mit anderen Tiefkühlpizzen verglichen. Und so kann es eben kommen, dass eben ein ungesundes Lebensmittel die Note A bekommt, obwohl das eigentlich nichts zur Gesundheit beiträgt. Das kann dann eben Leute, die sich nicht wirklich damit auskennen, in die Irre führen und dafür sorgen, dass sie eben denken, dass sie sich gesund ernähren, aber dabei eigentlich das nicht wirklich tun. Zweitens ist die Deklarierung mit dem Nutri-Score freiwillig. Das heißt, wenn ein Lebensmittel schlecht eingestuft werden würde, werden die Hersteller einen Teufel tun und da noch ein E draufdrucken, wenn sie es nicht unbedingt müssen. Zweitens sind die Zuckerreferenzwerte mit ca. 90 Gramm viel zu hoch, denn die DGE oder die WHO empfehlen zum Beispiel nur eine Menge von 50 Gramm pro Tag. Und dadurch kann es eben passieren, dass Lebensmittel mit viel Zucker trotzdem Kategorie A oder B bekommen. Das Ganze kann dann auch zu falschen Schlüssen führen. Zum Beispiel haben Nudeln oder Toastbrot wenig Fett, wenig Salz und auch wenig Zucker und deswegen eben die Note A, sind aber trotzdem keine wirklich gesunden Produkte. Dagegen werden tatsächlich gesunde Lebensmittel mit gesundem Fett, wie zum Beispiel jetzt eben Lachs oder anderer fettiger Fisch, oft nur mit C oder sogar mit E bewertet. Deswegen wurden auch, wie das Bundeszentrum für Ernährung schreibt, im August 2022 Anpassungen vorgenommen und die sollen dann eben zum Beispiel neu eingeführte Produktgruppen eben dafür sorgen, dass das Ganze etwas besser wird. Wie gut das Ganze jetzt mittlerweile ist, kann ich leider jetzt nicht komplett beurteilen, denn ich habe nicht eine unbegrenzte Menge an Referenzen, aber ich habe zum Beispiel zu Hause mal rumgeschaut und habe mir die Nüsse zum Beispiel mal angeschaut und die haben mittlerweile eine Note A, während sie vor circa einem Jahr noch zwischen C oder E schwanken. Die Änderungen, die vorgenommen wurden, sind natürlich sinnvoll, aber es werden eben weiterhin Produkte nur in ihrer eigenen Gruppe verglichen. Das Ganze ist weiterhin freiwillig, die Zuckerreferenzwerte sind weiterhin fast doppelt so hoch und man kann das Ganze eben nur bei Fertigprodukten anwenden. Also wenn es mal schnell gehen muss, ist es ganz okay, man kann mal auf den Nutri-Score schauen, aber ich würde mich nicht darauf verlassen und besser ist es sowieso, einfach mehr unverarbeitete Lebensmittel zu kaufen und immer die Zutatenliste und Nährwerte zu lesen. Und das ist dann schon etwas komplizierter zu verstehen und deswegen teilen wir das Ganze auf und fangen wir mal mit der Zutatenliste an und den wichtigsten Sachen daraus. Bei der Zutatenliste ist immer das, was als erstes aufgelistet ist, das, was im Lebensmittel am meisten enthalten ist. Also sollte man immer differenzieren. Zucker zum Beispiel, wenn er weit vorne in der Liste ist, ist schlecht. Ist jetzt aber Zucker zum Beispiel ganz hinten in der Zutatenliste, sollte man erstmal die Nährwerttabelle prüfen, wie viel Zucker überhaupt enthalten ist und gegebenenfalls vergleichen mit Alternativen oder ähnlichen Produkten. Ganz pauschal kann man auch sagen, je kürzer die Zutatenliste ist, umso besser ist es für das Lebensmittel, denn umso unverarbeiteter ist es. Ziel sollte es hier sein, möglichst viele Produkte haben, die höchstens eben 5 Zutaten in der Zutatenliste haben. Dann sind hier noch die E-Nummern, das sind eigentlich nur andere Bezeichnungen für Zusatzstoffe, die in der EU zugelassen sind, also Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Verdickungsmittel oder Antioxidantsmittel. Darunter gibt es jetzt ganz harmlose Sachen, wie zum Beispiel jetzt eben Zitronensäure, aber auch welche, die eben unter Verdacht stehen, Krebs und andere Krankheiten eben zu fördern.
Und wenn in der Zutatenliste E150C steht, hört es sich eben harmloser an, wie wenn darin Ammoniak-Zuckerlikör steht. Ich habe dir eine Liste mit allen E-Nummern, die du unbedingt meinen solltest, unten in der Beschreibung verlinkt. Aber am besten ist auch hier natürlich möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel, um eben kein Risiko einzugehen. Und noch ein sehr wichtiger Punkt, den du wissen solltest, ist, dass nur weil jetzt in der Zutatenliste nicht explizit Zucker drin steht, es nicht heißt, dass kein Zucker enthalten ist. Denn Zucker hat eben sehr viele Namen, wie zum Beispiel Dextrose, Fructose, Glucosesirup, Fructose-Glucose-Sirup oder auch Maisstärke und so weiter. Das wird von den Lebensmittelherstellern eben oft angewandt, um eben Zucker zu tarnen und eben zu verschleiern, wie viel Zucker wirklich in den Lebensmitteln enthalten ist. Und darunter eben auch dann eben Leute zu täuschen. Denn viele würden jetzt viel eher zugreifen, wenn eben als dritte Zutat Maisstärke draufsteht, statt wenn als dritte Zutat eben Zucker draufsteht. Und ja, das Ganze dauert etwas länger und man muss sich mal eine Stunde Zeit nehmen und wirklich bei einem Einkauf genau alle Zutatenlisten durchlesen. Aber man vergisst das Ganze nie wieder und man weiß immer, was man jetzt eben kaufen kann und was nicht. Und irgendwann wird das Ganze auch zu einer Gewohnheit. Bei mir ist es zumindest so, dass jedes Mal, wenn ich ein neues Lebensmittel sehe, was ich noch nicht gekauft habe, ich als allererstes das Ding umdrehe, hinten die Zutatenliste und eben auch die Nährwerttabelle durchlese. Und wo wir schon bei der Nährwerttabelle sind, machen wir doch da gleich weiter, denn auch hier gibt es einige Tricks von der Nahrungsmittelindustrie. Und um den Ganzen etwas vorzubeugen, müssen eben seit 2016 die Big Seven auf jedem Lebensmittel hinten in der Nährwerttabelle draufstehen. Und das wären als erstes mal der Brennwert, also die Energie in Kilokalorien oder eben Kilojoule, dann noch das Fett und darunter auch die gesättigten Fettsäuren, also einfach gesagt die schlechten Fettsäuren, die eben die Blutfettwerte erhöhen, dann der Kohlenhydratanteil und dabei auch der Zuckeranteil in den Kohlenhydraten und dann eben noch der Eiweiß- und Salzgehalt. Das sind die Top 7 und diese müssen wirklich auf jedem Lebensmittel draufstehen. Alles andere ist Spielraum der Hersteller und was sie eben noch dazu mit angeben wollen. Das wären zum Beispiel einfach ungesättigte Fette, mehrfach ungesättigte Fette, Ballaststoffe oder auch Vitamine und so weiter. Ganz wichtig hier, die Nährwerte werden immer auf 100 Gramm von einem Lebensmittel angegeben. Hersteller können daneben aber auch eine Portionsgröße dazu schreiben, welche sie eben selber bestimmen. Heißt, der Hersteller sucht sich aus dem Produkt eine Menge aus, die er als eine Portion eben festlegt. Und das ist wirklich das, wo am häufigsten eben getrickst wird, denn hier werden sehr geringe Portionsmengen oft genommen, wie eben so 30 Gramm bei Müsli zum Beispiel. Probiert das Ganze einfach mal zu Hause aus, macht mal 30 Gramm Müsli in eine Schüssel, das ist wirklich fast gar nichts. Und das Ganze soll einfach den Zucker-, Fett- und Kaloriengehalt niedrig halten, damit es halt eben besser aussieht. Deswegen immer nur die 100 Gramm Angabe lesen und vergleichen, denn jeder Hersteller setzt seine eigene Portionsgröße fest und so kann eben bei einem Müsli jetzt 30 Gramm die Portionsgröße sein und bei dem anderen eben 50 Gramm. Zweitens, wenn auf Produkten weniger süß oder mit weniger Fett steht, guckt euch das Ganze nochmal hinten drauf an und vergleicht eben, denn oft wird bei solchen Produkten eben der geringere Zuckeranteil mit eben mehr Fett wieder ausgeglichen und das Ganze hat dann oft mehr Kalorien, als es eben vorher hatte. Genauso ist bei solchen Joghurts, wo oft mit weniger Fett draufsteht, nur eine geringe Menge weniger Fett drin und dafür eben viel mehr Zucker. Also merkt euch ganz einfach, egal wie gesund das Lebensmittel aussieht und was noch alles an Versprechungen vorne draufsteht, vergleicht das Ganze immer, vor allem mit ähnlichen oder gleichwertigen Produkten, denn nur so könnt ihr sehen, was jetzt wirklich gut ist und was nicht. Grob kann man es bei einer gesunden Ernährung zum Abnehmen so zusammenfassen. Versucht weniger Zucker und gesättigte Fettsäuren zu essen, kauft möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel, achtet etwas auf die Kalorien und lasst euch nicht von so Sprüchen wie eben weniger süß mit weniger Zucker oder eben weniger Fett verarschen. Das Wichtigste bei der Nährwerttabelle ist eben immer auf die 100 Gramm Angabe zu schauen, das Ganze dann eben auch mit der Zutatenliste ein bisschen abgleichen und dann eben versuchen zu verstehen, was darauf steht und eben dann mit anderen Produkten vergleichen. Also überlegt einmal für euch selbst, was eure Ziele ist und was ihr erreichen wollt und setzt dahingehend eure Prioritäten. Lest immer beides und vergleicht auch die Produkte untereinander. Und das Ganze ist wie gesagt einmal etwas Aufwand, aber es hilft euch eben dabei, euch euer ganzes Leben einfach gesünder und bewusster zu ernähren und ich finde, das sollte uns dann schon mal eine Stunde wert sein, oder? Falls euch das ganze Thema noch interessiert und ihr noch mehr darüber wissen wollt, ich habe euch unten in der Beschreibung einige Artikel dazu verlinkt, die noch etwas tiefer in die Materie mit eintauchen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, schaut gerne bei mir auch auf Instagram vorbei. Wenn ihr noch Nahrungsergänzungsmittel ergänzend zu einer gesunden Ernährung braucht, schaut gerne eben bei Proteinarena vorbei. Mit dem Code USER15 könnt ihr nochmal 15% sparen. Bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace out!